So, ich glaube, die Live-Schaltung wird jetzt schon funktioniert haben. Ich check das noch schnell. Live auf Facebook steht hier. Also ich vertraue dem Button mal. Ganz herzlich willkommen zum heutigen Business Talk. Die liebe Deborah ist da und allen anderen auch ganz herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Hi Deborah. Hallo, liebe Chantal, und danke, danke, darf ich heute hier sein? Freue mich mega. Ja, ich finde es auch mega, danke, dass du da bist. Und auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen an die Zuschauer. Ja, wir werden sehen, ich hoffe, wir sind ein bisschen knapp reingekommen. Ich hoffe, es schalten sich dann noch einige mit dazu. Ich gehe schnell auf die Seite und mache da einen Double-Check. So oder so würde ich dich mal einladen. Sag uns doch, wer du bist. Pitche doch mal. Mein Lieblingssatz. Ja, mein Name ist Deborah Petek und ich führe eine Akademie für holistisches Marketing. Das heißt, es ist ganzheitliches Marketing und kurz und knapp, ich begleite Unternehmerinnen dabei, ihre Herzensmission zu finden, sich darauf zu positionieren, Leaderin in ihrer Nische zu werden und dann auch online sichtbar zu sein. Ja, so geil. Go digital. Ja, so genial. Und weißt du, was ich jetzt wieder so richtig geil finde? Die, die uns beide kennen oder vielleicht die eine von uns kennen, werden jetzt heute Abend im Talk auch merken, dass wir wirklich was Ähnliches machen. Wir haben es kurz vorher angesprochen. Ich weiß von dir, dass auch du ein Medium bist, ja, schon seit Jahren auch medial ausgebildet und du warst früher auch in dieser Branche selbstständig unterwegs, ich sage jetzt Branche, ja, als seriöses Medium und in dem Sinne, da hilfst du deinen Kundinnen, dass sie halt genau erkennen dürfen, worum geht es wirklich bei mir, sich nicht in dieser Verzettelung oder Bauchladengeschichte immer aufhalten, gell, und ihnen hilft da sauber, eine Positionierung zu machen, damit sie eine Chance haben, vom Kunden gesehen zu werden. Jetzt mit meinen Worten, gell? Genau, genau. Ja. Und so meine Passion war dann in dieser Zeit auch die Geistheilung. Also das ist die ganze Energiearbeit. Ja. Und das kann man natürlich auch ganz genial nutzen für den Business, um ja. Kunden anzuziehen, um Raum zu schaffen für die neuen Kunden. Und das ist... Das sehe ich auch als diese neue ganzheitliche Businessführung, wenn es auch darum geht zu sehen, oh, irgendwie vielleicht etwas passt nicht so ganz und das zu korrigieren. Ja. Kennst du auch ganz gut so? Ja. Ja. Wenn ich das mitgekriegt habe, ob jetzt bei Mitarbeitern oder mit Kunden. Ja. Und das ist eine ganz neue Ebene und eine Ebene, die auch sehr schnell zum Erfolg führt, finde ich. Es macht auch vieles so viel leichter, gell? Wenn man einfach weiß, man kann diesen Wahrnehmungen vertrauen und setzt es einfach ein, es geht alles viel schneller und leichter. Mhm. Ja. Mhm. Weißt du, was ich gerade jetzt so cool finde, ist, lass uns gleich darüber reden, gerade weil ich angetönt habe, wir machen was Ähnliches. Ja. Es ist vielleicht vom Konstrukt her oder vom Aufbau oder wenn man eine Schablone nehmen würde, es ist vielleicht dasselbe und trotzdem ist es nicht dasselbe. Du bist du und ich bin ich und jeder hat seine Einzigartigkeit und das ist das, was für mich der Beweis ist, warum wir einfach in der jetzigen Zeit keine Angst mehr haben müssen vor Konkurrenz. Ja? Wie denkst du darüber? Ich liebe das Thema, genau. Und schön, dass du das so konkret ansprichst, diese Mitbewerber, wenn man so ein bisschen anders ausdrückt. Gell? Ja. Und es ist im Moment so wichtig, dass wir alle, auch wenn wir ähnlich oder sogar fast gleich arbeiten, uns zeigen in unserer Einzigartigkeit. Ja. Und es ist auch so, ich habe meine Qualitäten, du hast deine Qualitäten. Ja. Und ich bin wirklich der Meinung, dass wenn jemand sich angezogen fühlt von mir oder von dir, dann ist es genau der richtige ja. Zeitpunkt und der Moment, das auch so zu tun. Ja. Und vielleicht kommt es sogar später zu mir oder umgekehrt, haben wir es sogar schon erlebt, oder? Ja. Weil man halt überall so ein bisschen die Essenz auch noch bekommt von meiner Einzigartigkeit und von deiner Einzigartigkeit. Und egal, es braucht ganz, ganz viele, weil es so, so viele Kunden da draußen ja. hat und es gibt nie einen Mangel von
sage ich jetzt mal, Kunden. Und das ist so in vielen Köpfen drin, oh, Hilfe, ich komme zu kurz. Und da irgendwo vielleicht zum Teil auch Neid und Missgunst und keine Ahnung was alles. Und wir zwei, wir kennen uns ja jetzt schon ein Weilchen, wir sind hier, ich sage dem immer so, Seite an Seite, Schulter an Schulter unterwegs mit unseren Fackeln in der Hand, dass man uns sieht, hey, da gibt es was Neues, man kann Business auch anders führen, es gibt vielleicht einfacher. Und darum braucht es mehr von uns, noch mehr. Und es hat schon auch ein paar. Das ist, das, ich sage es auch immer, also das braucht noch einige Pioniere. Ich empfinde uns auch als Pioniere, gerade auch mit dieser Botschaft. Ich glaube, dieses Konkurrenzzeug, Neid und Missgunst ist echt nicht mehr die neue Zeit. Oder im Gegenteil, wer darauf beharrt und sagt, es ist noch meine Wahrheit, der empfindet das als sehr anstrengend und es kräfteraubend auch. Und was du jetzt so angetönt hast, das eine ist, ja, gehe ich jetzt zu ihr oder wer. Man kann sich darauf verlassen, da wo man sich angezogen fühlt, dass man richtig. Und das Schöne ist aber, es widerspricht sich dann nochmals nicht. Es kann sein, dass man plötzlich ein halbes Jahr später merkt, jetzt gehe ich noch zu Deborah oder jetzt gehe ich noch zu Chantal oder noch zu wem auch immer. Es widerspricht sich nicht, weil wir sind eh nie fertig, ja. Das ist bei uns auch so. Wir haben auch immer wieder Ausschau nach einem coolen Mentor und wir gehen auf unsere Wahrnehmung und auf unser Gefühl ein. Und wenn unser Kopf da meint, ja, aber einer muss reichen oder ein Mentor, das reicht jetzt, den hattest du schon, also, dann macht man sich so vieles eng. Ja? Mhm. Und du hast auch noch was Cooles gesagt mit der, also meine Worte jetzt. Ja? Du hast angetönt, dass sehr viele meinen, es hätte von allem zu wenig. Da habe ich ein schönes Bild von meinem Coach in Vancouver. Der sagt, du, die Leute meinen, oder die benehmen sich, wie wenn die Wirtschaft ein Kuchen wäre. Ja? Im Sinne von, ich nehme mir jetzt ein Stück davon und du kriegst keins. Oder hey, der hat jetzt eins genommen, jetzt habe ich zu wenig. Ja? Dabei ist die Wirtschaft ein Garten. Ja? Und da, das ist, finde ich, so schön ausgedrückt, anlehnend an die Natur. Das machst du auch viel, gell? Ist auch sehr stark mit der Natur verbunden. Ganz, ganz eine schöne Überleitung in dieser holistischen Businessführung ist auch dieses Natürliche drin. Also im eigenen Rhythmus zu arbeiten, ob im Tagesrhythmus oder auch der Firma unterliegt auch im Rhythmus und da zu bemerken, wo ist jetzt Zeit wirklich, oh, jetzt ist Frühling raus, oder wo ist mal Zeit, innezuhalten. Mhm. Und dazu möchte ich noch, weil du gesagt hast von Mentoren, ich hatte wirklich auch mal dann, das war so ein Impuls, hey, jetzt braucht es einfach mal nichts. Jetzt braucht es einfach nur mal Deborah. Ja. So aus innen heraus, aus meiner Seele, aus meinem Herzen heraus zu spüren, was ist jetzt nötig für mein Business, für mein Leben, für meinen Lifestyle, um weiterzugehen. Ja. Und das ist auch ganz wichtig, da ich mein großes Plädoyer ist für die Eigenständigkeit, dass jeder eigenständig unterwegs ist und nicht irgendwo sich an den Rockzipfel hängt, auch nicht an einen Coach oder Mentor, sondern wirklich einfach läuft. Ja. Bei sich sein, echt sein. Und es widerspricht sich nicht und es gibt auch keine Formel dafür. Ja? Also man kann auch echt und bei sich sein, wenn man einen Coach hat. Und auch da kann man sagen, gut, jetzt habe ich viel investiert, jetzt brauche ich aber gerade einen Rückzug. Ja, dann nimmt man sich den halt in der Zeit. Ja. Genau. Ich bin vertraut, dass man alles kriegt, was man braucht. Mhm. Genau. Oder dann ist vielleicht gerade jetzt ein Mentoring-Ship ausgelaufen und man spürt, es passt soweit jetzt. Und das finde ich, ich sage dem echt sein. Und in der Wirtschaftssprache dann auch konsolidieren. Also weißt du, viele Dinge, also vor allem jetzt auch ich als Hochsensible, ich muss es dann einfach mal setzen lassen. Ich muss es mal richtig integrieren und vielleicht gewisse Dinge noch richtig verstehen, so in mein System reinbringen. Mhm. Und das ist oft, weil ich merke oft, habe ich die Dinge schon im Kopf, ich verstehe es irgendwie, aber so in das ganze System rein, wenn man vom Ganzheitlichen spricht, ihn wirklich ins Herz und in die Seele zu bringen, das sind Prozesse. Und dafür den Raum zu schaffen, ab und zu auch mal einfach nur für sich, das ist, finde ich, ganz, ganz eine wichtige Sache. Das macht Sinn, was ich manchmal dann beobachte, vielleicht kennst du es auch, da
dass dann die Leute, das sind da wieder limitierende Glaubenssätze, ja, dass sie dann sagen, ja, jetzt habe ich so viel gelernt, jetzt muss ich das zuerst mal verarbeiten oder umsetzen. Und da ist halt die große Gefahr, dass man es nie macht, ewig nie macht und dass man aus Versehen stehen oder sogar rückwärts fällt. Ja. Und ui, 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 ganz, ganz wichtig, das ist so ein super Punkt, weil du kennst ja das bei mir schon. Da ist es so wichtig, dann diesen Moment nicht zu verpassen, wenn es dann wieder gilt, weiterzugehen. Also ja. Wenn dann eigentlich dann der Winter vorbei ist und schon lange links und rechts da die Bäume wieder zu sprießen anfangen, die Blumen anfangen zu blühen und man immer noch im Winterschlaf ist. Ja. Ist dann so dieses Komfortzonen-Ding, oder? Ja, genau. Und man sich dann immer wieder erzählt, ja, ich habe ja noch Dinge zu implementieren, ich will das zuerst machen oder ich will zuerst das. Und dann ist es ewig so. Es sind ja, man bedient ja ganz hübsch immer noch immer dieselben Gesetze, die laufen, ob man glaubt oder nicht, ob man es kennt oder nicht. Man zieht das an, was man denkt und fühlt. Und wenn man ständig denkt, ja, ich implementiere zuerst noch, dann implementiert man zuerst noch. Ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Und du hast es angesprochen mit der Umsetzung. Also ich habe angefangen, auch in der Implementationsphase umzusetzen. Und da schon, ich sage jetzt mal, es ist dann so ein Ineinander wachsen auch. Es ist ja auch nicht, bumm, und jetzt ist Frühling. Sondern für mich, oder? Langsam erwacht die Natur wieder, man merkt, es fängt irgendwie der Boden, also der Schnee geht weg und der Boden fängt schon ein bisschen an zu irgendwie anders sein, oder? Man merkt so, es fängt wieder an zu leben, ganz. Und da in dieser Zeit bereits wieder in die Umsetzung zu kommen fürs Neue oder das neue Projekt oder was auch immer, ganz, ganz wichtig. Und du hast das toll angesprochen, was auch, ich sage jetzt mal, was ich bei mir oft erlebt hatte, dass ich manchmal fast zu viel mit mir selber beschäftigt war. Wie du es gesagt hast, so dieses, jetzt muss ich das noch irgendwo integrieren und so. Und dann liefert natürlich das Universum ständig Situationen, die man dann zu integrieren hat, dass man dann noch was, da noch und immer. Und dann plötzlich kommt dann das Business zu kurz. Ja, man verliert auch die Verbindung mit der Vision und der Mission. Ja? Mhm. Das ist dann so schade. Man merkt es eigentlich fast zu spät, dass man stecken geblieben ist oder sogar zurückgefallen ist. Ja. Und trotzdem finde ich es schön, dieses, ich nenne es auch immer so, dieses Leben. Ich meine, mein Leben dreht sich jetzt nicht nur um mein Business, sondern ich habe eine Partnerschaft, ich habe Freunde, ich habe viele Hobbys, deshalb auch dieser Lifestyle, ja, ich bin so gerne in der Natur, jetzt kommt dann Skifahren und dann ist dann im Sommer wieder auf dem Wasser, waren wir dieses Jahr auch. Ja. Einfach diese Dinge dürfen auch Platz haben, das Leben. Es muss Platz haben. Und ich sage immer, für mich gibt es keine Work-Life-Balance. Wenn jemand so redet, dann habe ich immer Alarmglocken, weil meistens dieses Einteilen oder sogar gegeneinander ins Rennen schicken, was ist besser oder schlechter, oder zu Hause wird das andere verurteilt und bei der Arbeit die Familie und was du wirst erwartet oder was auch immer. Was wäre, wenn alles einfach Lifestyle ist, genau, wenn alles zusammengehört, ein Ganzes ist. Du hast von holistisch gesprochen. Also zeigt es sich, es materialisiert sich. Das finde ich auch schön bei deinen Posts übrigens. Es ist nicht frei oder Business, sondern es bist alles du, ja, und dann bist du mal da oder bist du dort oder eine Verköstigung. Wo warst du jetzt mit Wein? Warst du in der... Ja, wir waren Reisen um die Iberische Halbinsel, waren dann in Portugal und dann mit Portwein, genau, das war das sehr wahrscheinlich. Und das ist so ein schöner Punkt mit der Persönlichkeit. Oder ich meine, heute lebe ich mein Leben. Und früher, ich war ja 20 Jahre Angestellte, Karrierefrau bei der Bank, und früher ging ich arbeiten und nachher war Feierabend. Ja. Heute lebe ich einfach mein Leben und darin enthalten ist meine Mission, mein Business. Ne? Ja. Und es ist nicht mehr, also weil du es vorhin so gesagt hast, was ich früher oft beobachtet habe, dass Leute, die gehen ins Büro, hängen mit draußen, die Persönlichkeit an Haken gehen und arbeiten. Ja. Und wenn sie nach Hause gehen, ziehen sie dann diesen Mantel wieder an und sind zwei verschiedene Menschen. Ja. Und das ist... Das ist manchmal auch ein Kampf gegeneinander, ja. Oder plötzlich wird es ein Widerspruch und das kostet so viel Kraft und Energie.
Mhm. Und interessant ist, es machen auch viele, wenn sie selbstständig sind, ja. Und das zeigt, also oft sehe ich es auch an den Aussagen vom Umfeld. Also was ich zum Beispiel jetzt erlebe und sehr, sehr genieße, ist, dass Arnold und ich, wir sind zusammen unterwegs, wir haben einen ähnlichen Lifestyle, ein ähnliches Denken vom Businessmodell her ähnlich. Und ich meine, wäre ich eine Partnerin wie damals, ich würde mich ständig beklagen, dass er am Handy rumhängt, ja. Oder wäre er ein Partner von mir wie damals, der würde sich wundern, dass ich nachts um 11 plötzlich aufstehen, eine Idee habe und mich an den Computer setze. Und ich liebe aber diese Freiheit, ja, wenn was fließt, wenn was kommt und wenn ich Lust habe, etwas umzusetzen, das zu tun. Und dass ich da in der Resonanz mit meinem Umfeld, aber auch mit meiner Zeiteinteilung keine Diskussionen habe. Ja, manchmal hat man mit sich selber auch Diskussionen wegen dem Lifestyle, der noch nicht da ist. Du kannst doch nicht jetzt nachts um 9 oder was denken die anderen oder das macht man doch nicht. Ja, eine E-Mail verschicken um Mitternacht, oder? Ja, also manchmal habe ich lustige, wollte schon sagen 14, aber na, es ist halt nicht. Und diese Freiheit, ich genieße das. Und das finde ich schön jetzt, wo du auch von Lifestyle sprichst, weil ja bei jedem sieht das anders aus. Und sehr viele haben damit noch verknüpft, ja, aber das ist Luxus. Ja, also es geht schon auch ohne. Ne? Ja. Also was ich auch noch, jetzt mein Partner zum Beispiel, er ist angestellt. Und ja. Trotzdem leben wir diesen absolut genialen Lifestyle. So geil. Weil er irgendwie der Unternehmer im Unternehmen ist. Logisch hat er schon ein bisschen mehr, sage jetzt mal, Struktur. Aber das kennen auch die Kinder haben, die zur Schule gehen oder so. Man hat da gewisse Strukturen. Und ich habe einfach die Freiheit. Und wenn er eine Businessreise nach New York hat, dann gehe ich mit. Oder? Geil, und er ist auch schon mitgekommen, wenn ich an coole Retreats ging oder selber was organisiert habe, dann bauen wir das halt rundherum aus. Und klar hat er auch seine Auszeiten und Ferien und das ist eben cool, sich eben den Lifestyle zu kreieren, den man liebt. Und ich kann nicht über ihn bestimmen, wenn er hat Freude an seiner Arbeit, das macht Spaß. Ja, hallo, um was geht's? Glücklich sein. Ja, und Spaß haben. Ja. Und nicht damit warten, bis man pensioniert ist oder bis die Arbeit fertig ist oder was auch immer. Ja. Sondern das im Moment drin. Und auch unser Herzensbusiness, bei dir heißt es Herzensbusiness, bei mir heißt es mit dem Seelenabruf oder Seelenmission, mit dieser Echtheit einfach sagen, im Moment drin, das ist alles mich, das bin alles ich. Ja, du sagst dem holistisch, ich sage dem voll, rund, eine runde, aufrichtige Sache, weil einfach die Echtheit da ist und man sagen kann, einerseits, ich habe die Freiheit, nachmittags zu sagen, hey, komm, wir gehen einen Kaffee trinken am See. Aber ich habe natürlich auch Verpflichtungen, aber ich bestimme die. Ich habe heute den Business Talk um 17 Uhr, ja, zum Beispiel. Aber ich habe das bestimmt und gewählt. Und dann ziehe ich das natürlich in dem Sinne durch. Wir können aber auch sagen, ein Wochenende, jetzt waren wir gerade in Frankfurt für Weiterbildung. Wer hält mich davon ab? Geschäfte zu machen. Wer hält mich davon ab, zu streamen? Na, höchstens ich wäre das, die mich abhält. Mhm. Weil es einfach eine runde Sache ist, weil es sich nicht widerspricht. Weil überall, gerade online, ja. Online sich zeigen, online Kunden betreuen auch. Das ist halt dann gigantisch, was das für Möglichkeiten ist. Es ist ein mega Punkt. Also einerseits eben, ich meine, man kann sich selber einteilen. Also ich halte mir natürlich jetzt jeweils immer die Wochenenden frei, weil er angestellt ist. Das ist unsere Zeit und da, es kommt vielleicht mal vor, ich meine, es war jetzt noch nicht so super Wetter, da kann man noch, wenn da Inspirationen fließen, dann schreibe ich mir das schnell auf und kann das dann später noch implementieren, oder? Und trotzdem dieses Online, das du angesprochen hast, ich meine, ich hatte ja in der Selbstständigkeit gestartet mit der Praxis im Dorf. Ja, genau. Und so ganz klassisch, ich hatte noch einen Shop vorne dran und so. Und da war für mich, es waren zwei Dinge, die nicht gingen, weil mein größter Wert ist Freiheit.
Ja, genau. Da war ich in der Praxis im Dorf. Ja. Und wenn ich Kunden wollte, mussten die da sein oder die mussten zu mir kommen oder ich habe vielleicht mal Seminare gehalten, aber das war dann auch überall, das war so gebunden. Und wenn dann jemand an diesem Datum nicht konnte, hat es nicht funktioniert, wenn es zu weit weg war, irgendwie einfach all das Zeugs, oder? Mhm. Und obendrauf habe ich von morgen früh bis abends spät gearbeitet, weil ich musste ja Kunden und Kunden und Kunden, damit dann schlussendlich auch genug Geld reinkam. Mhm. Und dieses Umdenken im Online-Business, und ich bin überzeugt, es funktioniert für jedes Business, es online zu legen. Ja. Für jedes. Ich auch. Es gibt natürlich immer Aspekte, die man noch offline, wie man so sagt, oder einfach eins zu eins machen darf und kann. Man kann es ja auch mischen, aber vor allem das Marketing, also das kann man automatisieren, da muss man nicht alles mehr selber tun. Ja. Früher war ich am Netzwerk anmessen und dann habe ich mal eine Empfehlung gekriegt und dann habe ich vielleicht mal kennengelernt, der eventuell irgendwann mal vielleicht zu mir kommen wollte und das war so anstrengend. Es ist auch schön, ja, aber was ich genieße, ich glaube, du hast es ähnlich, dass man sagt, ich suche mir so ausgewählte Meetings aus im Jahr, da will ich wirklich hin und dann bin ich auch da. Ja? Mhm. Aber es ist nicht mehr diese Erwartung, ich muss hier Kunden gewinnen, ich muss hier Netzwerk vergrößern, damit ich Kunden gewinne, etc. Es ist nicht mehr diese Starrheit und dieser Druck, sondern es ist eine Entspannung, ein Genuss da. Man kann wirklich Netzwerken gehen. Also ja. Man kann wirklich sich mit den Menschen verbinden gehen und schauen, was sind da für Leute und Spaß haben. Und ich habe da nicht so im Hinterkopf, Und sich halt aufrichtig auch interessieren oder sich wieder zurückziehen. Wir hatten das jetzt auch am Samstag, war eigentlich noch eine Party. Wollten wir kurze Pause, was essen gehen und dann waren wir zu müde. Und es war einfach in Ordnung, dass wir dann dem Impuls gefolgt sind, sind wir ins Hotel gegangen, noch ein bisschen spazieren und in diesem Vertrauen auch sein, ich kriege alles, was ich brauche oder noch viel mehr so, ja, als sich da dann in etwas reinzuzwängen oder was du sagst, on and offline. Viele trennen das. Was ist, wenn es holistisch ist, ja, wenn es alles eins ist? Und halt so, wie wir es lieben, jeder auf seine Weise. Und du sagst das so schön, jeder auf seine Weise, weil ich liebe es ja auch ab und zu meine Kunden wirklich so. Und wir treffen uns auch ab und zu physisch, weil es einfach, wir sind Menschen und es hat wirklich eine andere Qualität, wenn man halt mal knuddeln kann. Das ist so. Das ist menschlich. Und trotzdem funktioniert alles online für die Vereinfachung und man kann ganze Kurse online belegen und hat dieselben Resultate. Das funktioniert. Ja. Ja. Und ich denke, das ist auch das große Umdenken. Hat dann natürlich auch mit Energie zu tun. Oder? Raum und Zeit und Energie ist egal, ob ich hier sitze oder du dort. Ja. Es ist verbunden. Und das finde ich jetzt schön, dass du es ansprichst. Ich sage, ich trenne das ein bisschen Spiritualität, aber auch Mindset, ja. Ich empfinde jetzt das, was du auch als holistisch ausdrückst oder auch als, du hast die Hochsensibilität erwähnt, das empfinde ich eher so an die Sparte Spiritualität. Ist auch etwas, was uns beide ein bisschen unterscheidet, weil du in deiner Einzigartigkeit so machst und ich in meiner. Und das andere ist aber auch Mindset, wo wir auch eine ähnliche Schule haben, daher kennen wir uns auch besser, wo es auch aber darum geht, einfach den Kunden zu erkennen, hey, achte darauf, was du denkst, was du fühlst. Ja, was sendest du da aus? Weil die universellen Gesetze, die spielen, ob wir es glauben oder nicht, ob wir es wissen oder nicht. Und ein bisschen lernen, die Verantwortung für das eigene Denken, die Einstellung zu übernehmen. Wir gehen auf Facebook und ich hoffe doch, wir stellen es so ein, wie es für uns stimmt, ja, dass wir nicht ständig Meldungen kriegen. Wir gehen und richten eine E-Mail oder einen E-Mail-Account ein mit den Einstellungen, die für mich passen und so weiter und so fort. Ja. Oft stellen wir uns hier nicht so ein, wie wir es haben wollen. Hast du bestimmt auch mit deinen Kunden, ja, dass du daran arbeitest. Ja, und was jetzt ganz wichtig ist, ich sage jetzt mal,
Leute, die entweder hochsensibel sind oder eher auch so von der, sagen wir mal, spirituellen Seite kommen, die sind dann manchmal eben fast zu viel mit sich selbst beschäftigt, wie ich vorhin gesagt habe, und meinen immer noch, es ist etwas an meinem Mindset falsch, wenn jetzt kein Kunde kommt, es ist noch das falsch, es hat immer mit mir zu tun. Dabei ist es oft eine kleine Einstellung technisch. Also, es kommen keine Gespräche und irgendwie, was ist mit Energie und bla. Ja, hast recht. Ja. Ist einfach irgendwo der Link falsch. Und schon hinterfragt man sich, gell? Ja. Genau, und das ist so lustig. Ich habe so viel Lustiges schon erlebt. Und dass man, also ich trainiere schon diesen Muskel, den Fokus aufs Business zu haben, auf Kunden gewinnen, auf diese Klarheit, Positionierung. Und dann kommen automatisch all diese Glaubenssätze und alles, was kommen, du Weil wenn du deine Preise erhöhen willst, dann kommt das automatisch. Wir müssen nicht suchen gehen, sondern dann kommt dieses Kribbeln und oh Scheiße, und jetzt werde ich sichtbar damit und mit meinem Herzensbaby sichtbar zu werden. Ja, kann ich auch unterschreiben, da hast du so recht, ja. Und wir haben vorher ja auch davon gesprochen, von wegen, also Wirtschaft ist kein Kuchen, sondern es ist ein Garten, also diese Fülle, ja. Und trotzdem mögen wir vielleicht dann, gerade im Rahmen von so einem Coaching, wie wir es anbieten, mögen wir dann vielleicht in einem gewissen Rahmen denken, ja, Nein, ich bin es mir wert, oder ich hab dieses Fülle-Denken, und dann zack, zeigt es sich so mit so etwas im Außen. Ja. Mm. Und so schnell hinterfragen wir uns, da hast du recht. Schönes Beispiel mit dem Link. Ja, ja, es ist echt, also das, ich habe das so viele Male erlebt, und ich hab auch lernen dürfen, nicht mehr alles so persönlich zu nehmen, und ganz viele Dinge, die da mitspielen. Ja. Wenn man in der Selbstständigkeit unterwegs ist, wie du sagst, eben dieses Holistische, oder? Es ist ja nicht nur das Business, sondern du bist ja als Person, du bist schlussendlich das Gesicht für die Marke. Ja. Und natürlich dann auch die Energie dahinter. Und da schließt sich dieser Kreis, wenn man dann verbunden ist mit der Seelenmission, wie du das sagst, mit der Herzensmission, dann kriegt das nochmals eine andere Qualität. Ich glaube, einerseits wächst die Freude, weil man einfach, wie soll ich sagen, ich glaube, es ist so dieses Ding, dass man einfach spürt, dass es richtig ist, und man wie die Angst verfliegt. Es ist wie klar, das ist der richtige Weg, und auch wenn für einen Moment Dinge nicht ganz so funktionieren, wie der sich das denkt, das sollte sein, wenn es richtig ist. Und einfach zu spüren, ich bin auf dem richtigen Weg, Schritt für Schritt, diese Baby-Steps. Ja? Und also das sind halt das sind dann unsere Aufgaben, dass wir sie erinnern, nicht etwas übereilen. Du darfst es jetzt auch Schritt für Schritt gehen, ohne dass wir einen Prozess bestellen, ja, sondern wirklich, dass wir sagen, hey, ganz easy, sei lieb mit dir. Du hast das gerade angesprochen, die Echtheit zu erkennen, wenn wir schauen, wofür sind wir da, ja? Was ist wirklich das, wofür, was haben wir dieser Welt zu geben? Sag mal, was machst du bei deinen Kundinnen, wenn du merkst, da ist trotzdem noch eine Angst? Ja, gerade auch, was du vorhin erwähnt hast, schöne Beispiele, wie wir gespiegelt werden und dann wieder die Einladung kriegen, hier zu wachsen, Next Level is calling, gell? Und dann haben wir Komfortzone-Geschichten oder wir haben auch Ängste, die hochkommen. Was machst du damit mit deinen Kundinnen, obwohl sie ja verbunden sind mit dir? Ja, also ich glaube, dass es ja wirklich schlussendlich trotzdem auch ein Training ist und Programmierung hier von den, das ist ja neurologisch auch erklärbar und so weiter, wie man denkt. Und ich sage jetzt mal, ich bin auch die halt immer motiviert, die viele Dinge immer wieder wiederholt. Also ich sehe ja das Potenzial, ich sehe die Großartigkeit. Und das wiederhole ich viele, viele Male. Ja. Auch sage ich jetzt mal, wie du so gesagt hast, wenn die das noch nicht ganz glauben in dem ganzen System, also hier haben sie schon ein bisschen verstanden, aber es muss ja wie sacken, oder? Ja. Und irgendwann, also ich kenne das von mir selber, von meinen Mentoren, ich habe Dinge 1000 Mal gehört und beim 1001. Mal hat es Klick gemacht. Ja, Wahnsinn. Ne? Oder? Und dieses ständige Wiederholen und Hören, hey, ich bin in Ordnung, wie ich bin. Ja. Und, oder?
Und wir glauben an dich, ja? Vom Coach zu hören, hey, ich glaube an dich. Mhm. Gell? Mhm. Mhm. Ich glaube, dieses Bestärken und das ist auch das Ermächtigen und irgendwo eine Weile braucht es das, mhm. bis man selber glaubt. Ja. Und dann kommen dann neue Herausforderungen. Dann kommen die nächsten. Es hört ja dann nie auf, nicht auf. Also das ist halt das Leben, sagt dem schön. Viele denken, ja, wenn ich dann endlich meine echte Mission gehe oder mein Herzensgeschäft mache, dann sind all die Probleme nicht mehr da. Aber es ist halt, wir sind ja deswegen da, um zu wachsen. Und auch machst du bestimmt auch die Erfahrung, die Auf- und Abs des Lebens als Einladung aufs nächste Level, die sind ja trotzdem da. Ja. Ja, und es ist, da sind wir wieder beim Holistischen, es ist natürlich, dass es einfach nicht immer, ja. Sondern wir haben diese Jahreszeiten auch und im Business, das sind, ja. oder die Wirtschaft, ich meine, ich habe Wirtschaft studiert, das ist auch nicht immer einfach nur so, ja. weil wenn es nur so macht, immer wuff, oder? Ja. und darum bin ich für achtsames Wachstum. Mhm. Zuerst Fundament bilden, so wie mit der Herzens- oder Seelenmittelung Fundament bilden und wirklich in seinem Tempo wachsen und kannst nicht am Grashalm ziehen, dass er schneller wird. Schönes Bild, ja. Oder? Also, und, ja. Und diese Geduld aufzubringen, zu spüren, okay, es ist meins, aber jetzt ist vielleicht der gewünschte nächste Erfolg oder was auch immer man, vielleicht, was es dann auch immer ist, noch nicht da und dann einfach zu merken, doch, spüren, okay. Alles gut. Plötzlich macht es wieder Wusch. Ja. Und da ist wieder der nächste Durchbruch. Und ich habe angefangen, ich denke auch durch so das eine oder andere, dass ich halt in meinem Leben leben durfte. Das war bei Gott nicht immer lustig. Ja. Ganz viel, wenn man so bewerten würde, halt vielleicht auch Schlimmes. Aber schlussendlich habe ich daraus gelernt, das bin ich, das sind meine Erfahrungen. Und das kann ich weitergeben. Und ja. heute denke ich so, dass sich mich das ruhiger gemacht hat. Es bringt mich nicht mehr alles aus der Bahn. Ja. Und ich gehe anders damit um. Mhm. Ich weiß einfach, okay, da ist jetzt was, was will mir das sagen und wie kommen da leicht und einfach und flockig weiter. Punkt. Ja. ja, ich weiß, was du meinst. Und es ist auch eine gewisse Gelassenheit und auch, ich sag mal, Reife. Ja. Mhm. Und das heißt aber nicht, ich meine, ich habe auch sehr reife Kundinnen, wunderbare, lebenserfahrene Kundinnen. Damit meine ich nicht, dass sie nicht reif seien, sondern es hat wirklich damit zu tun, dass wenn man in der Echtheit seiner Botschaft geht, dann ist das eigene Business wirklich ein Spiegel. Ja, so eine klare Einladung. Und das Wachsen hört ja nie auf. Und da ein bisschen die Gelassenheit. Du hast es auch angetönt, nicht immer gerade alles persönlich nehmen. Es hat nicht immer alles gerade mit einem zu tun, sondern man kann dann einfach auch sagen, okay, interessant, jetzt warte ich mal. Mal schauen, was passiert. Genau. So eine Souveränität ein bisschen entwickeln. Genau, und Souveränität und was auch noch, also, weil du jetzt gesagt hast, reife Kundinnen im Kopf spielt das dann oft so, das sind ältere Menschen. Mhm. Also ich kenne ganz, ganz viele tolle Menschen, die sind um einiges jünger als ich. Und die sehen also sowas, die rocken von sowas. Also die sind so tief schon, so, die bringen das irgendwie mit. Und größte Hochachtung von mir, wie viele Junge, die ich beobachte heute, die sind viel gelassener und lockerer unterwegs, auch in der Selbstständigkeit, dass wir, weil die halt irgendwo... Keine Ahnung, wir haben anders gestartet und ja. Es sind auch andere Werte, merke ich, ja, als wir damals gekriegt haben. Mhm. Und bei uns kommt es mir manchmal vor, wie wenn wir uns diese jetzt erarbeiten und gewisse jüngere Leute sind einfach wie drin, wie geboten in diesen Werten drin. Ja. Mhm. Genau, die sind wie so, so damit geboren, sind wir auch. Bei uns ist es manchmal ein bisschen zugedeckt worden. Hä? Und ich habe ja so vieles wieder ausgegraben. Also auch diese, ich meine, das Thema Hochsensibilität, also wirklich verstanden, das ist noch nicht so lange her, dass ich das bin und dass ich das, dass diese, also das ist HSP, High Sensitive Person,
wo man mir wahrnimmt, mir spricht, mir sieht, mir hört, was auch immer. Und ich habe mich so lange auch dafür falsch gemacht. Ich habe so lange gemeint, ich sei vom anderen Stern, weil ich gewisse Dinge auch nicht verstehen konnte, dass man mit jemandem so umgeht. Oder all das Zeug ist auch in der Wirtschaft drin. Ja. Und dann zu bemerken, aha, wow. Und ich glaube, dass das sind ganz viele Frauen wie Männer unterwegs, wo ich auch ein bisschen inspirieren möchte, mal hinzuschauen, ha, bin ich vielleicht auch ein bisschen feinfühlig? Ist es vielleicht deshalb, wieso ich manchmal mich ein bisschen fehl am Platz fühle? Und ja. Du hast vorhin angetönt, dass eine hochsensible Unternehmerin gerne lernen darf, dass es in Ordnung ist, ihr Geschäft ein bisschen anders zu führen. Hast du da ein gutes Beispiel, was auch für unsere Zuseherinnen und Zuseher sehr einleuchten ist? Oder dass sie vielleicht auch prüfen können, gehöre ich da auch dazu? Also ich glaube, jetzt kurz und knapp ist auf dem Punkt, ja, ein kleines Beispiel, warte jetzt, ich muss mal über. Also ein ganz, ganz gutes Beispiel ist Pausen. Mhm. Also ich hatte mir ja das antrainiert, als ich angestellt war. Man geht keine Ahnung, 7, 8 ist man im Büro, dann ist Pause und dann ist Essen und dann ist wieder Arbeiten. Ja, so diese Strukturen. Mhm. Und ich wurde da so reingepfercht und ja, das kann man sich antrainieren, das funktioniert. Und was aber war, ich habe mir dann in diesen kurzen Pausen, ich brauchte immer Rückzug, ich war eine der Einzigen, die nie im Büro gegessen hat, weil das mir einfach zu viel war. Ich musste mal raus, ich musste meine Ruhe haben, ich musste nach draußen gehen. Im Sommer, ich war immer draußen am See, oft alleine, weil ich einfach mal diesen Rückzug brauchte. Und das ist, sag ich mal, eins von 100 Beispielen, ja, so ein Indiz dafür, diese Pausen einzubauen. Und darum eben auch Online-Business, wo man mit weniger Arbeiten mehr verdient. Und es geht nicht darum, dass wir deswegen weniger Wert stiften oder weniger Kunden erreichen, sondern ja, dass die Pausen möglich sind. Ja. Ich denke, du kennst das auch sehr gut von deinem gesundheitlichen Weg her, oder? Dass du diese Pausen einfach brauchst. Und ja. Das ist ein geiles Beispiel. Und ich finde jetzt auch gut erklärt, gerade auch mit der Hochsensibilität. Also meine Meinung ist, ich komme ja vom Feinstofflichen, von der Sensitivität oder vom Medialen. Ist meiner Meinung nach fachlich gesehen nicht genau dasselbe. Und das finde ich jetzt ein ganz schönes Beispiel, weil es ist für mich auch ein Zeitgeist, der es uns anbietet. Das gehört ein bisschen auch, ich bin es mir wert, ja, dass ich mich darum kümmere. Was brauche ich für Pausen? Was tue ich, dass ich das mir angewöhne? Und dann aber auch da wieder weich zu werden und zu merken, ja, okay, heute brauche ich 2 Pausen. Oder heute muss sie doppelt so lang sein. Ja, und dann ist es einfach in Ordnung und wird nicht hinterfragt. Und Online-Business macht es möglich. Ja. Und ich glaube, das war so ein bisschen wirklich auch mein größter Schmerz, dass dieser Rückzug war oft für mich auch Reflexion, ein paar Dinge klar werden und schlussendlich auch wieder aus dem Innen heraus schöpfen. Ja. Also ich brauche diesen Raum, dass ich überhaupt ganzheitlich führen kann. Ja. Sonst, wenn ich nur am Rennen bin, dann bin ich zu viel am Denken und dann habe ich zu wenig Raum. Und diese Kreativität und auch Muße zu haben, dass die neuen Ideen zu empfangen. Also dort geht es ja auch hinein. Es geht nicht nur um die Pausen für sich selber, um zur Ruhe zu kommen, sondern auch den Raum zu schaffen, für diese tollen Impulse der Intuition, wo dich führen in Business. Ich mache das so, ich will dann wissen, wie du es machst. Also ich brauche das auch dringend. Ich muss so den Tag anfangen. Wenn ich in den Tag reingehe und mir das streiche, warum auch immer, weil gerade der Handwerker da ist oder weil, keine Ahnung, Hunde krank sind und manchmal, ja, ich sage immer, ruft das Leben. Aber wenn ich nicht dafür sorge, dass ich jeden Morgen meine Routine habe und in dieser Routine drin, wie auch immer,
den Anschluss suche und zu mir komme und auftanke, wenn ich das nicht habe, dann wird es schwierig. Ja, dann vertrage ich den Tag kaum. Also ich kenne das ähnlich. Wie soll ich sagen, ich gehöre einfach auch, ich habe schon immer so ein bisschen zu den Faulen gehört, also weil, ich meine, du hast es so gesagt, hochsensibel, sensitiv und vielbegabt ist oft auch, alles fällt einem leicht, hä? Man versteht das viel, ich musste nie viel lernen. Und da habe ich jetzt am Morgen das relativ, meine Routine schon relativ kompakt und trotzdem diesen Raum gegeben und ich habe dasselbe, wenn das am Morgen nicht klappt, dann muss ich unbedingt das irgendwo am Tag noch einbauen, ja. Sonst ist irgendwann mal, wird es mir zu viel. Ja. Und das fühlt sich manchmal an wie eine Forderung oder man wird wütend oder müde oder was auch immer, es gibt ganz verschiedene Auswüchse und du sagst das so schön, mir ist das heilig und bei mir ist es jetzt am Morgen, weil ich bin jetzt von der Natürlichkeit her eher eine Eule, also das heißt Nachtmensch. Mhm. Ich fange am Morgen so sehr langsam an, bis ich nur mal gelandet bin und richtig wach. Das dauert bei mir ein Momentchen. Und das war ja früher, ich meine, das war der Horror, was angestellt, ja, oder? Zack und zack und zack. Und geht im Bett und los. Genau, und ich habe dann früher schon irgendwann mal dann, okay, ich stehe ein bisschen früher auf, einfach, dass ich mir Zeit habe und gemütlicher starten kann. Und heute habe ich das mir einfach so gelegt, auch die ersten Kundentermine erst später und ich fühle mich dann einfach wohl. Ja, und das Wohlsein, ich sage immer meinen Kunden, das ist ein wichtiger Barometer, ja, dieses Wohlsein, Wohlgefühl in Richtung Flow, ja. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns den einfach jeden Tag kreieren. Und du hast vorhin auch die Freude erwähnt, finde ich auch ganz klasse, ist für mich auch ein wichtiger Punkt geworden. Hast du ein Geheimrezept? Was machst du bei dir, wenn die Freude gerade fehlt und du merkst, ich will es anders haben? Ja, ich weiß, was du meinst. Es gibt diese Momente, wo man dann einfach irgendwo wie kippt oder irgendwas passiert gerade. Das nervt. Ja. Ich meine, wir sind Menschen, es nervt. Oder man kommt aus so einer Energie, die man nicht so, wo man weiß, so jetzt ist es besser wieder drehen. Also, und dann ist für mich ist es Ablenkung. Also entweder ist es dann in die Natur gehen oder mit den Katzen spielen oder was auch immer. Einfach was, ich arbeite sehr gerne mit Powerfragen und was Folge der Freude, oder? Was bereitet mir jetzt Freude? Und dann kommen dann auch die Impulse. Und manchmal, da kommt plötzlich, hey, jetzt gehe ich ans Klavier. Und dann hat man einfach mal den Fokus weg von dem, was einem nervt. Ja. Und das ist dann so wieder wie diese Vogelperspektive. Man kriegt ein bisschen Abstand. Mhm. Und dann hat man dann auch selber wieder die Kraft, sag jetzt mal, sich auszurichten. Schönes Bild, gefällt mir da. Ja, sehr cooler Tipp. Ich denke, dass auch unsere Zuseherinnen da was mitnehmen können. Und es ist so simpel, es braucht so wenig. Und die wenigsten Menschen machen es dann auch. Ja, das, also ist dann einfach tun und nicht mit dem Kopf, ja, aber und so und bla bla. Ne? Und ich denke, es sind diese kleinen Dinge, also so Mini-Routinen, man muss nicht hinsitzen und eine Stunde meditieren. Ja. Also ich sehe das bei meinem Partner, er macht das heute in der Form auch, dass er morgen einfach hinsetzt, er hat da auch von seinem Coach mal irgendwo so ein paar Übungen mitgekriegt und wenn ich so schaue, das sind diese kleinen Mini-Tools, die man nutzt und besser eins dafür immer und wirklich auch tun, statt 100 und von allen sprechen und es nicht umsetzen. Das ist etwas, was du hast du so recht. So viele sprechen davon, was man tun muss oder soll und keiner tut es. Ja. Genau, und einfach auch diese Selbstanerkennung und zu bemerken, was man dann selber alles schon erreicht hat und auch sehen, hey, man ist ja oft ein bisschen zu streng mit sich selber, oder? Ja. Ja, das finde ich ganz schön. Ich sehe gerade, wir überziehen schon großartig. Ich glaube, wir könnten locker einen ganzen Tag lang quatschen. Das sowieso. Ich will noch kurz die Aufmerksamkeit auf deine holistische Akademie lenken. Hast du mir vorhin verraten, das ist so neu geboren jetzt.
bei dir und es ist schön, dir zuzusehen, deine Energie zu beobachten, wenn du davon redest. Da findet jetzt in Kürze ein Workshop statt. Magst du darüber kurz erzählen? Ja, also der Titel ist, wie du als hochsensible Unternehmerin die Welt bewegst und deinen Traum-Lifestyle lebst. Das ist so wirklich so ganz im Oberen und es geht eigentlich wirklich um das, was wir jetzt auch besprochen haben, dass du für dich deine feinen Anteile und Werte in dein Business integrierst und bemerkst, was es bedeutet, diese Werte vielleicht halt nicht zu leben, was das auch bedeutet, wenn man die nicht drin hat, die wichtigsten Werte. Ja. Und schlussendlich natürlich, also ich ziehe ja, sage ich mal, hochsensible und weniger auch normale, Anführungszeichen, Unternehmerinnen an und einfach das Business in dieser ganzheitlichen Art und Weise zu führen. Man muss sie trotzdem, ich meine, Spiritualität hin und her, gewisse Dinge braucht es als Unternehmerin, damit der Erfolg funktioniert. Ist übrigens etwas, was ich lernen durfte, hat vor ein paar Jahren die geistige Welt mir gechannelt. Ich habe dann auch ein E-Book gemacht, es wird in Kürze dann Retreats darüber geben, dass ich Struktur und Ordnung nicht entspricht zur spirituellen Arbeit. Im Gegenteil, das ist ein ganz wichtiger Teil davon. Ja. Gell? Mhm. Also weil ich habe wirklich, ich habe das selbst für mich erfahren, was es bedeutet, dieses Spirituelle, also diese Visionen und Pionierdinge, die ja immer noch, ich habe noch ganz viele Ideen. Ja. Holistische Akademie ist jetzt mal das eine. Mhm. Und das wirklich auch zu Boden zu bringen, in eine Struktur zu bringen, Klarheit, ich sage jetzt mal, es einfach auch auf die Erde zu bringen und so rauszubringen, dass die draußen verstehen, was es ist. Ja. Und holistisches Marketing, ja, es ist irgendwo auch nicht ganz, sage ich jetzt mal, selbstsprechend, doch ich glaube, dass es einfach so wichtig ist, jetzt auch neue Zeichen zu setzen und irgendwo einen Weg zu gehen, wie du auch, mit der Seelenmission und einfach zu zeigen, hey, es geht auch anders. Es geht leicht. Es geht ja, einzigartig vor allem auch. Mhm. Echt, ja, von sich selber, individuell, so wie ich echt bin. Herausfinden, wie bin ich echt und wie kann ich das Leben ausdrücken. Mhm. Das ist manchmal schon auch ein Shift. Ja, erlebst du es auch bei den Kunden? Manchmal ist es recht happig für sie, weil es dann wirklich quasi fast eine 180-Grad-Wende ist zum bisherigen Leben. Gell? Mhm. Also ich sehe zwei Dinge. Also einerseits ist wirklich der Mindset-Shift vom Schweren zum Leichten. Und dann dieses, ich nenne es so dieses Wusch, wenn die Herzensmission so erkannt wird. Oder wenn die, also ich gell, ja, weil das ist dann so, dann ist einfach alles klar. Es fällt wie 10.000 Tonnen vom ganzen Körper, weil man dann einfach weiß, genau das ist meins und das habe ich irgendwie noch gesucht. Obwohl das macht so Sinn. War und erfolgreich, aber irgendetwas hat noch gefehlt und das war bei mir lange, lange, lange so und dann hat es dieses und ich kriege Gänsehaut. Das so ist dieser Gänsehaut-Moment und dann ist einfach alles klar. Das erleben wir auch. Das ist so schön und nichts Echteres als darauf, dann ein richtig schönes Business aufzubauen und zu sagen, hey, ich kann hier meine Werte geben, ich kann meine Fähigkeiten verkaufen, ja, und das ist ein Verkaufen der neuen Zeit, es geht nicht um das Alte im Sinn, ich drehe jemandem was an, sondern es ist sowas von echt, die Leute, die mich brauchen, die kommen zu mir automatisch, die ziehe ich an, weil ich mich so lerne zu zeigen und das ist wunderbar, dass du das auf deine Art weiterhin anbietest. Ich dachte schon aus Versehen, du machst was ganz anderes, weil du spannende Posts gemacht hast. Ja, also für die, die es nicht wissen, ich habe einfach meine bisherigen Programme geschlossen, weil ich eben gewisse Dinge neu strukturieren wollte und eben auch diese Akademie im Hinterkopf hatte, wo ich dann eben einiges auch ein bisschen in anderen Form anbiete und deshalb, und das war das Aufhören, um neu zu beginnen. Und aber eigentlich machst du noch dasselbe, du begleitest diese wunderbaren Frauen. Genau. Genau, und das ist großartig. Ich glaube wirklich auch, wie wir zu Beginn gesagt haben, es gibt noch zu wenig von uns und vor allem auch um unsere Kunden, die jetzigen und die zukünftigen, auch nochmals kurz ins Boot zu holen. Es gibt auch zu wenig von dir. Ja, also
geh raus, zeige dich, zögere nicht. Und wenn du denkst, ich weiß aber nicht wie, nimm eine von uns. Ja, schau mal, wer dich anspricht, weil das ist so wichtig. Gefolge deinem Gefühl und dann bist du da und gehst eine Weile, bis dein Gefühl dich wieder woanders hinzieht. Und setz um und sei echt. Und dann kannst du richtig coole Sachen erleben, deinen eigenen Lifestyle kreieren, erkennen und den Leben genießen, gell, Deborah? Genießen immer. Wir sind immer auf dem Weg. Ja, und es hat mich gerade sehr, sehr tief berührt, weil du jetzt diesen Fokus rausgesetzt hast und es ist so klar zu spüren, diese einfach, wir wollen ja dienen, wir wollen für euch da sein. Ja. Und es geht um nichts anderes, als dass auch du deine Träume lebst, auch du, was immer du dir wünschst, für dein Business und auch für dein Leben in deinem Leben groß und dass es leicht und einfach geht. Das kann so leicht sein. Und gewisse Dinge lernen wir und das darfst du dir zeigen von einem Coach, einer Mentorin, einem Mentor. Es ist sogar so wichtig. Ich habe mit Deborah noch ein anderes Interview in der Gruppe, kannst du suchen gehen. Ein ganz cooles Erfahrungsvideo. Vor 1,5 Jahren war das, gell? Schon wieder so lange her, meine ich. Ja, ja. Und das ist so, also ich glaube, für unsere Zuseherin ist es ganz wichtig, dass sie sehen, auch wir sind echt, wir sind auch auf dem Weg. Wir lassen uns auch coachen und trotzdem lassen wir uns nicht davon abhalten, unser Licht zu zeigen, ja, und unsere Fähigkeiten zur Verfügung zu stellen und da unterstützen wir dich. Und wann ist der Workshop von dir? Das ist am 12. November, am Dienstagabend um 8 Uhr. Und ja. Am besten kommst du dafür in meine Facebook-Gruppe, ja. Die heißt Leadership Business mit deiner Positionierung reich und glücklich. Ja, wir werden den Link noch posten. Ja, genau. Werde ich noch posten oberhalb vom Video und auch ziemlich sicher in die Kommentare, aber das findest du nachher, das in wenigen Minuten. Wenn du spürst, die Deborah, die spricht mich an, dieses Zauberwesen, ja, dann geh in ihre Gruppe und mach doch diesen Workshop mal mit und schau, was das mit dir macht. Das kann ich sehr, sehr empfehlen. Und wenn du denkst, mich zieht das bei Chantal an. Genau, wollte ich gerade sagen. Kommst du in unsere Gruppe, Teamaufbaugruppe. Wenn du das noch nicht weißt, ich zeige Unternehmerinnen, die auch begeistert sind von passiven Einkommen, wie sie Online-Kunden gewinnen und damit große Teams auch aufbauen, falls sie es möchten, und zwar in einem Bruchteil der Zeit. Leadership, Energiearbeit, trifft auch Digitalisierung. Und das ist etwas ganz Faszinierendes. Du darfst dir erlauben, ob jetzt mit Deborah oder mit mir, darfst du dir erlauben, dass du neue Möglichkeiten, neue Wege mutig mit ins Boot holst. Das ist nicht alles schlecht. Natürlich, auch online gibt es Kriminalität, logisch. Aber auch im normalen Leben gibt es Kriminalität. Geh den Weg, den du haben möchtest. Finde heraus, was das für ein Weg ist und lass dich dabei begleiten. Du verlierst damit ganz viel Zeit und Geld eben nicht, ja? Sondern bist da viel schneller auf dem Weg deiner Freude. Und das wünschen wir dir nämlich von Herzen, gell, Deborah? Ja, und du hast jetzt mir das schon fast abgenommen. Also wenn du spürst, die liebe Chantal ist für dich die Richtige, dann eben, es ist so cool, einfach zu sagen, hey, und zusammen mit Nöldi, ihr seid ein großartiges Team und ich weiß auch, dass das ganze Team, das dich auch trägt, wie meines, es ist einfach eine großartige Zeit jetzt. Und die wichtigste Botschaft ist einfach, hey, lass dich unterstützen. Ja. Weil ich hätte es wirklich, ich glaube, ich hätte es nicht geschafft. Ja, in den Phasen jedenfalls nicht. Oder immer diese nächsten Levels. Es ist so schön, in der Gemeinschaft, in der Community zu sein und sich inspirieren zu lassen. Es geht ja nicht darum, irgendwie, jetzt muss ich noch was, oh, es ist was falsch, ich muss das lösen. Sondern nein, in Freude und Leichtigkeit zu wachsen, dein Business noch größer scheinen zu lassen. Ja, das sagst du so schön. Und es ist auch wirklich wichtig, dass du jemanden hast, der dich inspiriert, der an dich glaubt, ja, der den Weg, den du gehen möchtest, auch geht oder gegangen ist schon. Das ist ganz, ganz elementar. Lass dir da nichts anderes einreden, weil oft ist dahinter, dass du aus Versehen denkst, ich bin allein und ich muss es alleine schaffen. Das ist nicht mehr so. Du bist nicht alleine. Du bist nicht
alleine. Ja, lass uns so schließen, Deborah. Yes. Wunderbar, Gänsehaut. Ich bin glücklich und dankbar, dich bald wiederzusehen, nämlich nächste Woche. Ja! Wieder genau. Mal knuddeln! Genau. Ja, passt doch. Ja. Danke, danke, danke für die Einladung hier zum Business Talk. Es war mir eine Ehre und Gänsehautzeit und danke, danke für das, was du hier bereitgestellt hast. Deine super, unglaubliche Vision und deine Pionierarbeit ist so, so wichtig. Danke für das. Danke, danke, dass du sagst. Gleichfalls gilt für dich und es gilt auch für dich, Zuseherin. Du liebe Zuseherin, du bist nicht grundlos jetzt hier und siehst das. Yes, auch du bist Pionierinnen. Ja, du bist auch eine Pionierin. Den Weg, glaub es dir. Und wenn es dir nicht glaubst, glaub es uns. Melde dich und die Links findest du gleich in wenigen Minuten im Video mit angehängt. Du bleibst noch kurz, liebe Deborah, und wir wünschen dir ganz einen schönen Abend und eine gute Woche. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.